Hallo und herzlich willkommen zurück zu God of War. In der letzten Folge sind wir mit der Prüfung der Riesen angefangen und ja, haben unser Deutsch verlernt. Wir schauen jetzt erstmal nach, wie es hier weitergeht, weil die Riesen prüfen uns weiter. Soll ich den Kristall im Fackelhalter zum Leuchten bringen? Nö. Lass uns einfach mal eine Stunde hier rumstehen, mal gucken, was passiert. Besser, oder? Nicht wirklich, passiert ja nichts. Achso, ich kann erst runter. Nach unten, dann nach oben. Meinst du? Da hinten ist was. Diese Gänge sehen zu eng für Riesen aus. Warum lachst du? Oh, du meinst das ernst? Ich meine es immer ernst. Ganz vergessen. Mutter sagte immer, Geschichte interessiert dich nicht. Riesen sind nur ein Volk, die Alben oder das Hildesee. Sie müssen nicht groß sein. Und die Weltenschlange. Na gut, in dem Fall heißt riesig tatsächlich groß, aber es gibt ja nur einen. Oh, Mist. Ich dachte eigentlich, dass wir jetzt hier nicht, jetzt folgen wir hier doch der Hauptstory. Oh je. Das erinnert mich so ein bisschen daran, wo die Hobbits durch die Höhle der Orks laufen. Das ist gar nicht gut irgendwie. Hier ist auch noch was. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gut, dass ich vorher einen Cut gemacht habe. Das ist ganz toll. Das gucken wir doch mal eben. Schuppen der Konzentration. Ja, ist das Einzige, was wir jetzt mit E haben. Ich hoffe, das hat sich jetzt verbessert dadurch. Müssen wir jetzt doch über das Große drüber? Ach, das ist der Kleine. Ich habe gedacht, hier krabbelt was hoch. Mein Gott. Das sieht aber aus, als ob wir da... Ach so. Das ist doch hier, wo wir herkamen, ne? Okay. Oh mein Gott, ist mir jetzt doch hier rum? Ja, offenbar. Och nein, komm. Noch eine Wiedergängerin! Ich kann leider nicht! Monster! Vorsicht, über mir! Ja, hau bloß nicht zu! Bin soweit! Bin noch nicht soweit! Kein Thema. Hab's schon. Puh, ich sehe schon wieder so eine beschissene Rune. Nein. Geh mal aus dem Weg, Kleiner. Muss mal gucken, ob ich was einsammeln kann. Das ist eigentlich ein Zeichen, dass man nicht weitergehen soll. Soll man einfach hier stehen bleiben? Wäre vielleicht besser. Oh, oh, ich höre hier irgendwas. Greifen doch gleich von hinten an, oder? Also hier ist ein N. Da ist ein N. Die Frage ist nur, das passt nicht. Die Frage ist nur, welche muss ich überhaupt machen? Und jetzt? Keine Ahnung.
Also ich habe das E oder das F hier drin. Kann ich hier eigentlich auch... Kann ich, ja. Hier sehe ich jetzt keine Rune. Och nee, komm. Ja, ich war jetzt zwar so auf die Runen fixiert, dass ich jetzt gerade an nichts anderes eigentlich gedacht habe. Da hinten ist noch eine Rune. Also da und da oben. Kann man die jetzt von hier treffen? Immer noch nicht. Was ist denn hier noch? Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Ja, ja, ja. Stehen auch wieder welche. Das Ding kann ich wahrscheinlich aufheben, denke ich mal. Woher hast du das gewusst? Ich habe Augen im Kopf immer. So, da geht's hoch. Die Frage ist jetzt, müssen wir da jetzt hoch für die Truhe? Ja, da ist die Truhe, okay. Da geht's aber auch so weiter. Also, wir brauchen B, N und R. B, N und R. Oh Gott, das wird wieder so ein... Aber es scheint wenigstens nicht auf Zeit zu laufen. Wenn doch, dann drehe ich hier durch. B, N und R. Das R anscheinend nicht hier. Doch, ach, dann geht das vielleicht doch nur an, wenn alle aktiv sind. Aber eigentlich müsste das jetzt doch schon angehen. Was bist du denn hier eigentlich? Bist ein Riese, oder? Leuchten die Buchstaben? Nee, ne? Hier N und R. Und jetzt? Jetzt solltest du mal die Klappe halten und mich nachdenken lassen. B und N müsste ich theoretisch. Und wo kann ich das Ding reintun? Junge, ernsthaft? Hallo. Wo schießt der denn hin? Du sollst auf das Blaue schießen. So schwer ist das doch nicht, oder? Aha. Junge, noch ein Lichtkristall. So, Moment. B, N und R. Das R habe ich. Dann hier das N und da oben müssen wir dann das B machen. Aber ich kann von hier aus das Ding nicht richtig treffen. Und jetzt? Ach, jetzt halt einfach mal die Klappe, kleiner Mann. Das ist ja schrecklich hier. Es wirkt so... tot. Ich wollte eigentlich alt sagen. Aber Tod passt auch. Von hier aus kann ich noch weniger daran. Okay. Komme ich da irgendwie auf die Brücke?
Weil theoretisch von der Brücke aus müsste ich doch... Komm ich da rum? Moment. Komm ich auch nicht hin, ne? Ich verstehe nicht, warum da das von hier oben... Moment, da kann man... Ja, aber da komme ich nicht hin. Leute, euer Ernst jetzt? Nein. Och, das war so klar, dass der dann runterspringt. Ich muss wahrscheinlich hier hoch. Und jetzt? Komme ich aber nicht hoch? Oder? Doch. Ach so, doch, das ist doch da hinten. Oh, ich bin so blöd. Oh, da hinten ist noch was. So. Machen wir es uns hier mal ein bisschen heller. So, ich weiß jetzt nicht, wo ich jetzt den... Ach, nee, den blauen muss ich jetzt hier aber nicht irgendwo noch einsetzen, oder? Nee. Nein. Das war's nicht. Okay, er zeigt es nicht an, aber es funktioniert. Das ist schon mal gut. So. Okay. Theoretischerweise. Es wäre nur schön, wenn das auch mal gehen würde hier. Jetzt bin ich so nah dran. Willst du mich jetzt veräppeln? Hier unten geht's oder was? Hä? Hä? Wieso kann ich denn von unten, von so weit weg schießen, aber nicht von da aus? Muss ich das jetzt verstehen? Und jetzt? War der noch nicht tot? Hallo? Da muss ich das Ding aber reinsetzen. Okay, gut. Dann hole ich das jetzt mal. Dann weiß ich wenigstens, wo ich das reintun muss. Das war irgendwo hier links, genau. So, es möge mich jetzt nichts angreifen, bitte. Aber das ist trotzdem doof. Jetzt steht man so nah an diesem Ding dran und man kann es trotzdem nicht aktivieren. Und hier wird auch irgendwie nichts aktiviert. Oder wird das jetzt erst aktiviert, wenn ich das Ding da reinmache oder so? Keine Ahnung. Ja, ich kann nicht. Buster! Schnapp dir den da! Noch nicht bereit, leider! Gut. Ey, das war nicht so gut. Okay. Die waren aber zumindest weit weg. Ich dachte schon, die stehen jetzt direkt hinter mir. Deswegen nehme ich auch gerade die Ausweichrolle. So, guck dir das Ding an. Oder auch nicht. Junge? Junge, du sollst das lesen.
Wieso kannst du das nicht lesen? Cluster! Musst du das irgendwie... Ah, du musst es erst erhellen. Okay, ich hab's Junge. Vergessen. Interessant. Ne? Finde ich auch. Hat sich gut gelesen, fand ich. So, neues Wissen. Mit neuem Wissen kehren wir zurück. Aber bringt uns das irgendwas? Ich glaube nicht. Verstehe trotzdem nicht, warum ich das da oben nicht anvisieren darf. Ja, da hinten, da darf ich immer hin, aber ich darf nicht hier hin. Was ist das für Mist? Boah, ey. Finden und brechen Sie die drei Siegel. Ja, ja, würde ich ja gerne. B, N und R, das weiß ich ja auch alles. Aber die leuchten nicht auf. Das kann ja eigentlich nicht sein, dass man jetzt da... Oh. Bin noch nicht so weit. Entschuldigung. Aber mit dir ist es irgendwie einfacher. So. Wo ist denn der? Ach, da hinten ist der rum, ne? Da geht's anscheinend weiter. Aber ich würde gerne die Sache hier nur mit der Truhe haben. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir da wahrscheinlich überhaupt gar nicht weiterkommen. Also irgendwie, ob das ein Bug ist oder was, ich habe keine Ahnung. Was war das? Hallo? Irgendwie sieht das so ein bisschen nach Endkampf aus hier. Nach Bossgegner. Ganz schön viele Leichen. Mhm. Sag mir, was du siehst. Naja, die sehen wie Menschen aus, nicht Riesen. Richtig, Diebe auf der Schatzjagd. Siehst du die Fallen? Oh ja, zum Glück haben sie alle ausgelöst. Sei froh, dass die hier tot bleiben. Mhm. Okay. Die Statue, die sind drüben. Ja, drüben ja. Was ist das denn hier? Was steht da? Jawohl. Oh, das ist Dödatrun, einer der vier Hirsche des Weltenbaums. Er bewacht den Eingang nach Jötunheim, wenn die Riesen schlafen. Ob er noch dort ist? Ich weiß es nicht. Okay, der da hinten könnte eventuell auch gleich aufwachen. Hier könnten wir noch rum. Ah, hier unten ist auch noch was. Nein, die Richtung. Okay. Da ist eine Tür. Das ist vermutlich jetzt nur so ein Nebeneingang, oder? Nein, du sollst da oben drauf schießen. Hm. Wozu eine Bibliothek verstecken? Hallo? Junge, hierher. Ja, Vater! Nimm die Schriftrolle. Bilde Diese dich. Diese Sprache habe ich schon mal gesehen. Lesen ist wichtig. Okay.
Aber hier scheint jetzt nichts. Ja, dann gehen wir mal weiter durch die Tür, würde ich sagen, ne? Ich habe da irgendwie ein schlechtes Gefühl bei, aber hilft ja alles nichts, ne? Sagt euch, ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Und das ist noch kein großer Gegner. Ach, jetzt sind wir hier von der anderen Seite, oder wie? Okay, da brauchen wir jetzt auch wieder so ein Ding. Ist das jetzt das Feuer oder was höre ich jetzt hier? Das hört sich ja ganz komisch an. Ist ja ganz abenteuerlich hier. Da können wir auf jeden Fall nichts machen. Lauf hin! Wow! Wohin jetzt? Wir wollen immer noch zum Gipfel. Wir finden schon einen Weg. Okay, das scheint nur das Geräusch gewesen zu sein, dass er kaputt gegangen ist. Da müssen wir anscheinend rum. Also machen wir hier mal weiter. Oder auch nicht. Nicht die Ketten? Na komm. Gut, oder wir müssen von der anderen Seite dahin. Das kann. Nein! Hallo! Nein! Du solltest das erstmal aufnehmen. Genau. Kaputt machen kann man es auch nicht. Okay, ich denke mal, dass wir jetzt hier aber nur das kleine bisschen reinlaufen müssen. Um dazu diesem Ding zu kommen, hoffe ich doch mal. Ja, okay, perfekt. Okay. Dann schauen wir mal. Da können wir hoch. Wow, der höchste Gipfel der Welten. Ob Mutter wusste, dass es der Berg der Riesen ist? Nein, ihre Bitte erweist sich als viel komplizierter, als sie hätte ahnen können. Da sind Runen, aber... Es ist dein Name, glaube ich. Heislir. Das heißt Schrecken. Toller Name. Kann ich hier? Nee, ich kann von hier aus nicht zielen. Müssen wir denn nach oben? Ne, der geht automatisch nach rechts, ne? Was ist das? Seltsam. Eine mit Kordel umwickelte Kerze und eine Art Tierfell. Eine Laterne? Aber der Docht fehlt. Das brauchen wir nicht. Der Bifrost erleuchtet unseren Weg. Ach, der leuchtet die ganze Zeit. Und ich dachte, mein Herz ist jetzt so rein, dass es jetzt hier erleuchtet. So, hier. Wollte ich gerade sagen, hier kann ich das runterlassen, ne? Okay. Das dürfte. Ach nee, Moment. Da unten ist ja was. Das ist gar nicht das, was ich gedacht habe. Wäre auch unlogisch, weil das gar nicht da ist, wo ich war. Gedanklich. Aber okay. Gut. Noch besser. Haben wir noch ein bisschen Hacksilber geholt? Lass das. Ach Mann, ich wollte nur. Dumm sein? Schon gut. Hast du gut gemacht. So. Jetzt müssen wir hier wohl durch, nehme ich mal an. Ist das jetzt, von wo wir gekommen sind?
Ne, da hinten stehen wieder ein paar. Okay, das ist nicht von wo wir gekommen sind. Gar nicht groß. Ey! Wow, was ist das alles? Wo sind wir? Eine Mine. Und wenn diese Kralle zum Gipfel reicht, sind wir fast am Ziel. Klingt gut. Benutzen wir sie. Ja, grundsätzlich würde ich dir da auf jeden Fall zustimmen, aber hier scheint so einiges zu tun zu sein und das werden wir auf jeden Fall nicht mehr in dieser Folge schaffen. Deswegen sage ich mir einfach, dass wir hier einen kleinen Cut machen und den Rest dann in der nächsten Folge sehen werden. Bis dann! Ciao!